die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach ist ein Dorf, mit denen Mitarbeiter zusammen mit Dörflern leben und denen helfen, leben zu können. Okay, Herr Wiedemann, vielen Dank, dass wir heute bei Ihrer Anlage sein dürfen. Was gab es denn für Gründe, dass die Biogasanlage hier gebaut wurde? Die Gründe sind kurz, aber wichtig. Im Prinzip wollten wir unseren landwirtschaftlichen Betrieb, unseren Betrieb an sich, zukunftsfähig machen. Ja. Ganz einfach für die Familie, die kommt und die da ist. Okay. Und das Nahwärmenetz, da kam dann Solarkomplex auf Sie zu, sehe ich das richtig? Die Solarkomplex, die ist auf uns herangetreten, hat gesagt, wie sieht das aus, was habt ihr vor mit der Wärme? Für uns war das mehr als ein Glückstreffer, dass die Solarkomplex auch tatsächlich hier in Lautenbach dieses Nahwärmenetz errichtet hat. Wir waren natürlich sofort bereit, die Wärme zu liefern. Wir bekommen auch was dafür, das darf man schon auch dazu sagen. Also es ist für beide Seiten sehr interessant. Die Leute nehmen die Biogasanlage durch das Nahwärmenetz viel besser an. Wenn sie verstehen, wenn sie kapieren bzw. mitbekommen, dass die Energie, die hier eingesetzt wird, zu 85, vielleicht sogar 90% verwertet wird, ist es viel leichter, über eine Biogasanlage zu sprechen, wie wenn man sagen muss, die Wärme wird in die Atmosphäre gelassen.